Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich muss euch leider etwas sagen. Wir werden heute bauen. Nein, tatsächlich ist es so, also ja, ich werde heute ein bisschen noch bauen. Mal gucken, was ich hier noch raus machen kann. Aber wir haben uns dazu entschlossen, es erstmal sein zu lassen mit Smallland. Mir persönlich bereitet es ein bisschen Unbehagen. Also gerade wenn die Ameisen und so hinter dir kommen und so, ist schon nicht schön. Auf der anderen Seite ist es halt auch einfach zu wenig Content für uns. Wir finden es einfach nicht spannend. Es ist einfach, wow, wo kam der Leck her? Wir finden es einfach und uns fehlt da einfach aktuell was. Und ja, deswegen ist es die letzte Folge Smallland, aber nicht verzagen, denn es wird ab übermorgen, morgen kommt wieder Cuddle Beat. Schön teilt, liked, abonniert. Ihr kennt das Ganze. Ab übermorgen wird Remnant folgen. Remnant 2. Jeder, der damals, als wir noch zu dritt waren, das. Kann ich damals. Hä? Jeder, der damals schon uns zugeguckt hat, der kennt unser Remnant 2 Let's Play. Da waren wir noch zu dritt. Nee, Remnant 2, mein Gott. Remnant from the Ashes Let's Play. Da waren wir noch zu dritt. Aber. Das ist nicht richtig gedreht, ne? Deswegen sitzt das nicht. Warte mal, dann ist das aber auch nicht richtig. Ja, wie gesagt, es ist halt einfach, uns fehlt ein bisschen was. Das ist zu groß, shit. Uns fehlt ein bisschen was und es ist halt schwierig. Ich weiß auch gar nicht, was ich da so richtig sagen soll zu, weil. Es ist ja halt schwierig zu erklären, aber wir haben halt das Gefühl, dass das Spiel noch lange nicht fertig ist. Und irgendwie. Ja, irgendwie stört es halt. Muss ich das deswegen jetzt wirklich noch größer machen? Oh, warte mal, kann ich damit was machen? Genau. Nein. Oh mein Gott, diese Steuerung. Ich bin die ganze Zeit am Walheim und am Überlegen und überhaupt. Aber das ist ja hier anders. Sorry. Wo kommt jetzt das Holz her? So, jetzt beruhig dich mal, Jimmy. Komm mal wieder klar auf dein Leben. Und dann reden wir nachher wo weiter. Ja, es ist einfach so. Ich weiß, jetzt kam ab dem Level und so. Da können wir eigentlich auch mal gucken. Ne, wir sind tatsächlich nur Stufe 1. Wo sehe ich das? Ah, okay. Ich bin halt noch Stufe 1. Mit dem Level, wir haben halt hier noch nichts gespielt. Das snappt nicht, ne? Gibt es keine halben Böden? Daran kann ich doch jetzt bestimmt nur Dings bauen, oder? Und ja, das ist halt der Grund, warum wir halt jetzt aufhören. Es tut mir leid. Man muss auch fairerweise sagen, es ist nicht das bestgeklickteste, was wir haben. Klingt der da? Ah, gut, funktioniert trotzdem. Es ist auch nicht das bestgeklickteste, das muss man auch ganz fairerweise dazu sagen. Das ist aber gar nicht der Grund. Der Grund ist wirklich einzig und alleine, dass uns das Spiel nicht so wirklich Spaß macht.
Und deswegen wir andere Projekte machen. Außerdem haben wir jetzt auch grundlegend so ein bisschen ist unser Content wird sich unser Content ändern. Es wird deutlich weniger ein Let's Plays, reine Let's Plays geben. Ich glaube, das trifft. Wir werden ein bisschen mehr umsteigen auf einfach nur Videos. Was meiner Meinung nach auch gar nicht schlecht ist. Es wird auch immer noch, weil wir spielen halt nun mal sehr viele Survival-Spiele. Es wird auch immer noch Let's Plays geben von Survival-Spielen, so. Aber... Ach, das sieht nicht aus. Mist. Aber... Grundlegend... wird es nicht mehr so, wie es aktuell ist, Let's Play geben, sondern dann auch mal mehr... freie Videos. Wo ist denn da der Unterschied? Oh, den hätte ich da hinsetzen können, ne? Den habe ich nicht gesehen, den halben Bogen. Wo bin ich? Mach doch den... Ah. Aber ja, das ist eigentlich genau... Das ist eigentlich genau diese Probleme. Man sieht es ja auch hier jetzt schon. Oh wait, damit kann ich jetzt eine Treppe bauen, ne? Nicht die hier anfangen lassen? Ne, da kommt man nicht hin, ne? Und hier snappt sie nicht. Okay, aber das ist trotzdem machbar. Zu. Oh, wo? Hallo. Ah. That's what I wanted. Dann kann ich hier vorher noch was hinsetzen, oder? Ich glaube, ich hätte sogar einen großen einsetzen können. Ja, ich hätte sogar einen großen einsetzen können. Die Ecke können wir noch zumachen. Oh, für die Ecke können wir doch jetzt sowas Rundes machen. Ah, das ist zu groß, oder? Oh, das geht trotzdem. Oh, okay, das ist schön. Schade, dass das nicht jetzt Blätter weg gibt. Ah, nice. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist halt einfach... Es wird ja mit anderen Sachen weitergehen. Smallland ist einfach leider nicht unseres gewesen. Und ich gucke jetzt mal, ob ich zumindest noch mal ein Level mache, damit ich das auch mal sehe. Ich meine, das ist mir unbehagen, das ist okay, damit komme ich klar. Aber uns fehlt einfach so ein bisschen der Spielspaß. Was sich jetzt wahrscheinlich auch blöd anhört, aber ich denke, man hat auch in den Videos gemerkt, dass wir... Ja, dass uns einfach irgendwie was gefehlt hat. Ohne, dass wir das jetzt genau beschreiben können oder so. Aber irgendwie hat uns was gefehlt. Wissen du, so dickes Etwas. Ich will doch ein Level-Up machen. Der ist da unten geglitscht? Natürlich kommst du jetzt auch noch.
Gut, der Stufenaufstieg war jetzt dann doch relativ easy. Wert, Schaden, Geschwindigkeit, Gesundheit. Ich gerade nur zwei Stärke hier drauf setzen. Na, ein bisschen mehr Ausdauer wäre schon nicht schlecht. Und ich hoffe auch, dass die paar wenigen, die Small Daniels wirklich gemocht haben, dass ich denen nicht vor den Kopf stoße. Doch, wir müssen auch ganz ehrlich sein, es bringt nichts, wenn wir etwas spielen. Es bringt nichts, wenn wir etwas spielen, wo wir keine Lust drauf haben. Da wird einfach der Stream, das Video und so weiter und so fort, es wird einfach nicht gut. Da wollte ich auch noch gucken, ob ich einen von dir kriege. Muss ich mal eben wieder hoch ins Bäumchen und gucken, ob ich da was craften kann. Ja, einmal Grasshopper springen wäre schon nice, aber brauche ich wahrscheinlich mehrere von, ne? Es ist ja auch, es hat ja auch Potenzial. Also Smallland hat ja wirklich Potenzial, aber es ist leider in einer sehr, sehr krassen Early Access gekommen. Im Gegensatz zu anderen Spielen, die dann deutlich mehr gehabt haben. Und ich hoffe einfach, dass sich das noch ändert und dass man dann in einem halben Jahr oder Jahr nochmal gesagt, Smallland. Würde ich feiern. Fände ich cool. Aber gerade leider. Insektenei-Saatenöl. Das kriegt er hin. So. Insektenfett. Keine Insekteneier? Vier Stück? Er ist nicht viel. Er ist wirklich nicht viel. Und eine reicht doch wahrscheinlich nicht, oder? Cool ist, wie es ist. Ich meine, was soll ich machen? Ich habe nicht mehr Insekten. Feuersteine? Wie sieht das denn aus, als ob wir keine Feuersteine haben? Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt mehr als blöd.
Ah, wobei, vielleicht kriegen wir ja auf dem Weg. Wir holen mal kurz Feuerstein, dann können wir ja gucken, ob wir auf dem Weg dazu ein Grashüpfhüpf finden. Okay, das muss ich nicht machen. Ja. Ey, es fällt mir wirklich schwer, weil das Projekt ja jetzt auch gar nicht so lange lief, aber ich denke, wie gesagt, ich denke, man hat uns wirklich angemerkt, dass das nicht unser Spiel ist. Und das muss man dann auch einfach einsehen. Aber sich da zwingen, jetzt weiterzumachen, das bringt auch überhaupt nichts. Wo ist der jetzt hingelaufen? Wie kann ich dem jetzt was geben? Oh, okay. Wow. Okay. Nein, du springst zu weit. Sich damit zu bewegen, ist ja absolut schwierig. Wie komme ich da jetzt hoch? So nicht! So überhaupt nicht. Wie kann ich dem jetzt sagen, dass er mitkommen soll oder so? Ich bin nämlich zu blöd, dass der da hochkommt. Aber wie kann ich absteigen? Okay. Aber hey, der hat auch Punkte. Kommst du mit, wenn ich mich jetzt hier bewege? Wir werden zumindest oben auf den Baum kriegen, wenn das geht. Aber den zu reiten ist auch absolut schwierig. Für mich. Für einen Anfänger. Schon. Kann nicht so schwer sein. Jetzt hänge ich hier drin. Geht das? Dass ich von dem Grashüpfer nicht mit ihm reden kann, finde ich auch eine Frechheit. Ah, das war jetzt.
jetzt auch. Das war schwierig. Gut, okay, wir holen aber jetzt auch keinen Feuerstein mehr. Ich denke, der Sinn des Videos ist angekommen. Es war's. Ich wollte, dass du dich drehst. Dreh dich. Warland ist erstmal vorbei. Kann ich hier einen Unterstand bauen? Oh, okay, das machen wir noch. Ich muss hier noch einen Unterstand bauen. Ich kann ihn nicht so stehen lassen. Smallland ist erstmal vorbei. Seid uns nicht böse. Würde auch weitergehen, aber nicht aktuell. Nicht aktuell, in einem halben Jahr oder so, können wir gerne nochmal darüber reden. Muss Foundations placen, ne? Ja. Kann ich? Ah, die brauchen aber auch Unterstützung, okay. Aber die kann ich trotzdem benutzen. Brauchen wir dem noch einen Unterstand im guten Grashüpfer? Dass ich die nicht so placen kann. Da kommt auf jeden Fall eine Mauer. So eine Mauer hin. So. Oh, die haben wir, die könnte ich da hinsetzen. Die brauchen halt so viel Holz gerade, ne? Das soll ja jetzt auch nicht. Diagonales Geländer. Oh, nice. Kann ich denn jetzt da oben eigentlich die dran machen? Das geht so. Okay, das finde ich nice. Ich habe das Gefühl, das Gehege muss aber deutlich größer werden. Wahrscheinlich sogar so. Wenn nicht sogar noch einen weiter. Was fehlt mir denn? Ich habe kein Holz mehr. Geht der? Okay, nice. Rinde. Wo ist hier Rinde? Das ist Rinde. Ich hoffe aber trotzdem, dass sie uns treu bleibt, natürlich. Und dennoch weiterschaut. Aber ihr könnt so oder so gewahr sein, es wird noch eine Menge Survival kommen. Eine Menge Survival. Das sind halt nur mal die Spiele, die uns nicht nur am meisten zusagen, sondern das sind auch die Spiele, die für uns am einfachsten sind zu streamen. Und am einfachsten zu streamen meine ich in dem Augenblick tatsächlich, weil... ein MMO, auch wenn wir vielleicht mal ein MMO spielen wollen würden, ist das Problem halt einfach, dass es zu viel Zeit frisst und wir die Zeit nicht haben. Genau aus der Hinsicht macht es wohl am meisten Sinn. Und uns macht es auch am meisten Spaß. Es hört sich jetzt gerade so an, als ob das anders wäre. Aber uns machen Survival-Spiele auch am meisten Spaß. Deswegen. Wie kriege ich da jetzt ein Gitter rein? Woher gibt's nicht, ne?
Ah, okay, dann geht da halt, da gibt es halt kein Gitter. Ich meine, die bleiben ja auch stehen, wenn du den hast, das, von daher ist das ja egal. Das ist das gleiche Dach? Laubdachecke. Ich jetzt verwirrt? Jetzt kann ich die nehmen. Das ist jetzt hier mit der Runde um oben, sieht so schön aus, und dann hast du da oben die, hast du unten das Viereckige. Ah, Breaking Hell, natürlich benutze ich genau das, was ich nicht benutzen wollte. Wollte doch das andere benutzen, was das nicht hat. Da habe ich nicht drauf geachtet. I'm deeply sorry. Nein, aber wie gesagt, verzagt nicht. Ihr werdet weiterhin Derpy-Unterhaltung kriegen. Ihr werdet weiterhin. Lass mal das machen. Nee, lass mal das machen. Aber wir sollten erst das machen. Das, also solche Gespräche und so weiter und so fort. Ihr werdet das alles noch kriegen. Keine Sorge. Warum funktionierst du jetzt nicht? Du hast doch vorhin funktioniert. Sowas ja, wird es immer geben bei Kajiro TV. Wie verändern? Wie machen wir jetzt den Schluss hier für das Dächslein? Es gibt keine ganzen Ecken, ne? Ah, dies habe ich mir genau gedacht, die ist zu groß. Die hilft mir auch nicht, oder? Hilft die mir? Ne. Okay, dann machen wir hier ganz Standard. Das ist aber deutlich zu klein. Ich habe gedacht, die wären kleiner. Aber wobei für. Das ist, geht's dir gut, Holger? Siehst aus, als ob du Probleme hast, Holger. Bleib mal lieber dastehen. Also, wir können jetzt noch, wenn ich schon den Namen etabliert habe. Hä? Habe ich dich nicht gerade umbenannt? Gut, Freunde, aber mir bleibt eigentlich auch gar nichts weiteres zu sagen. Wir haben Holger, das war's mit Smallland. Bis zum nächsten Mal in, keine Ahnung, einem Jahr oder so. Guckt morgen wieder rein in Kassel Beats, übermorgen in Remnant. Ich wünsche euch was, Freunde. Wir sind cool.